Ablenkung während des Gebets. Gespräch mit Altvater Paisios dem Agiorit. Aus dem Buch über das Gebet. Altvater, während ich bete in meiner Zelle, befürchte ich, dass vielleicht eine Schwester die Tür aufmacht. Und das lenkt mich ab. Was mich betrifft, wenn ich im Zustand des Gebets bin und jemand die Tür öffnet, ist es mir lieber, er haut mir mit der Axt auf den Kopf, als dass er mich sieht zur Stunde, wo ich bete. Es ist wie wenn du fliegst, und es kommt einer und zerbricht dir die Flügel. Ihr habt noch keine geistigen Zustände erlebt zur Stunde des Gebets, so dass ihr begreifen könntet, was es bedeutet, jemanden zu stören zur Stunde, wo er betet. Ihr habt jene Kommunikation mit Gott, wo der Mensch gewissermaßen die Erde verlässt, nicht erfahren. Hättet ihr solche Erfahrungen, würdet ihr die anderen achten, während sie beten? Hättet ihr jenes geistige Feingefühl, würdet ihr euch sagen, wie kann ich den anderen unterbrechen zur Stunde, wo er betet? Ihr würdet begreifen, welch großen Schaden ihr ihm zufügt und würdet achtsam sein. Ich sage nicht, ihr sollt achtsam sein mit Beklemmung und Zwang, sondern mit Respekt für den anderen, der mit Gott kommuniziert. Doch wenn einer jenes geistige Feingefühl nicht hat, so habe er zumindest das weltliche Feingefühl, im guten Sinne, das weltliche. Gewöhnt euch an die Tür zu klopfen und laut zu sagen, durch die Gebete unserer heiligen Väter, damit der andere in Ruhe ist und nicht ständig in Alarmzustand. Fußnote: Durch die Gebete unserer heiligen Väter ist der Spruch, den man sagt, wenn man an die Zelle des anderen klopft. Und man erwartet von ihnen seine Zustimmung mit dem Wort Amen. Und dann erst tritt man normalerweise hinein. Gewöhnt euch an die Tür zu klopfen und laut zu sagen, durch die Gebete unserer heiligen Väter, damit der andere in Ruhe ist und nicht ständig in Alarmzustand. Eine Sache ist, geistig wachsam zu sein, eine andere, ständig in Alarmzustand zu sein, ob nicht etwa jemand die Tür öffnet. Solches ermüdet, zermürbt. Kann es sein, Altvater, dass eine Schwester das aus Einfachheit tut? Es ist nicht Einfachheit, wenn eine Schwester an die Tür der anderen klopft, die Tür öffnet und eintritt, ohne zu warten, bis sie das Amen der anderen gehört hat. Ich verwundere mich, wie könnt ihr solches tun? Es kann ja sein, dass die andere weint im Gebet und sie will nicht, dass man sie sieht. Was mich betrifft, wenn ich in ein benachbartes Kelion gehe und höre, dass sie drinnen den Vesper-Gottesdienst lesen, kann es sein, dass ich draußen in der Kälte sogar eine Stunde lang mit der Gebetsschnur bete, damit ich die anderen nicht unterbreche und damit sie nicht den Gottesdienst zerhacken. Wo ich doch höre, dass sie psalieren, wie könnte ich die Tür öffnen? Wie könnte ich eintreten? Wenn ich eintrete, ist das, wie wenn ich Rechte hätte. Es kann zwar sein, dass jene mir Rechte einräumen, ich selbst aber tue solches nicht. Es ist egoistisch, als wäre ich etwas und stellte die anderen nicht in Rechnung. Diese innere Feinfühligkeit muss vorhanden sein. Einmal, als ich auf dem Sinai war, sah ich zwei Beduinenkinder, einen kleinen Knaben und ein kleines Mädchen, die am Wegrand mit der Perlenschnur beteten. Da ging ich langsam rückwärts, um die Ärmsten ihr Gebet beenden zu lassen und erst dann meinen Weg fortzusetzen, denn es gab keinen anderen Durchgang dort. Altvater, kaum beginne ich zu beten, kommen mir all die Aufgaben in den Sinn, die ich in meiner Diakonie noch zu erledigen habe. Auch mir geht es so. Wenn ich Aufgaben habe, komme ich nicht zur Ruhe. Deshalb bring zuerst schnell die Aufgaben in Ordnung, wenn du keine Ablenkung haben willst im Gebet. Und erst dann fang an zu beten, indem du deinem Gedanken sagst, alles ist in besserer Ordnung als meine Seele. Deshalb will ich jetzt auch diese in Ordnung bringen.
Altvater, ich denke, wenn ich Schwierigkeiten hätte in meinem Leben, so würde mir das helfen im Gebet. Was sagst du da? Muss es den Krieg geben, damit du mit Christus redest? Ein guter äußerer Zustand ist die beste Voraussetzung für den guten inneren Zustand. Das Gebet verlangt, dass einer ohne Ablenkung ist von außen und in Ordnung in seinem Inneren. Das Fehlen von Ablenkungen ist eine große Hilfe im geistigen Leben.